Hey Storch Leute, willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 1. Dinge. Ich bin Justin05 und ja, ist jetzt ein bisschen her leider, dass wir hier überhaupt irgendwas gemacht haben. Meine Playstation hat sich bis jetzt eben gerade gedacht, boah, how about I die today? Und ja, jetzt muss ich erstmal wieder ein bisschen in die ganze Sache hier reinkommen. Ich meine, hier wollten wir hin. Und Hol hat mir nämlich einen kleinen Tipp, also hat mir gesagt, wie das mit dem Angelhaken ist. Von diesem Käfer. Und dass ich das hier irgendwo immer noch creepy finde. Deswegen lasse ich das Kraut da jetzt auch mal liegen. Die Musik hier ist auch unglaublich spooky. Und die Tatsache, dass Barry aus irgendeinem Grund jetzt, der Typ verschwindet auch überall hin, ne? Bienenköder. Ja, das Sammeln passieren Insekten. Darunter ist ein Schalter. Drücken? Es passiert nichts. Ja, hat das was mit dem Insekt zu tun. Und jetzt meinte Hol... Bienenköder. Es sieht nur geringfügig ridiculous aus. Okay. Und jetzt... Let me guess. Nee. Ein Aquarium, der ist darin gelebt. Vielleicht ist er in irgendeinem Geschäft daran aufgezogen. Gag! Okay, das soll's nicht sein. Soll ich dich hier wieder dranhängen? Gag! Okay, gut. Gag! Auch okay, ist gut. Ich hab schon begriffen. Dann... Oh shit, boy! Ein neuer Sub-Sound und ich hab ihn leider lauter, als ich gewollt hab. Well, ich an der Lautstärke muss ich definitiv noch feilen. Ach du Scheiße. Darunter ist ein Schalter. Drücken? Ja. Es passiert nichts. Hä, was mit dem Insekt? Okay. Ja, der Sound ist leider dann doch noch lauter, als ich gedacht habe, muss ich zur nächsten Folge unbedingt mal ändern. Oh. 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 I see. Aha. Darunter ist ein Schalter. Nein, lass es stecken. Was ist, wenn wir den hier reinpratzen? Eine Sammlung präparierter Insekten. Darunter ist ein Schalter. Möchtest du drücken? Es passiert nichts, geil. Lass das Ding doch... Lass es doch liegen. Ich hänge jetzt den anderen jetzt mal da in den anderen... Hör auf, diesen Schalter anzugucken, Jill. Ach ja, verschiedene Angelköder. Ja, natürlich, irgendwo... Ne? Irgendwo macht es Sinn. Und nu? Lass das Ding liegen da jetzt. Das ist auch anscheinend Scheiter. Ah, was ist das denn jetzt? Are you serious? Ich werde nicht auf dich schießen. Alter, Next Level Boss, was zur Hölle? Alter, was bist du für eine Kampfbiene? I swear to God, I will fucking shoot you. Das ist doch nicht dein Ernst. Killt die... Die killt mich gleich! Nur ist Ruhe! Alter! Das Ding... Alter! Windwappen, was ist das denn jetzt? Cool, jetzt hab ich... Hat das Ding was gedroppt? Nee. Sah nur so aus. Alter, ich bin fast tot! Das Scheißding hätte mich fast umgebracht. Ich meine, okay, es macht irgendwo Sinn. Ich wurde gerade von einer Megabiene erstochen. Also. Rotes Kraut. Ich nehme das mal mit. Hol hat mir gesagt, ich soll weniger Grünes fressen. It's better for you to not eat it alive. Just eat it slowly.
First Aid Kit. Aber ich... Ach, fuck. Ah ja, stimmt, da waren die Dinger noch. Ja, gut. Das First Aid Kit muss ich mir aber noch holen. Das, ich habe keine Ahnung, was es bringt, aber es sieht delicious aus. Ich gehe jetzt erst einmal schnell Flix zu... Kann ich mit dem Elch schnacken? Ne, mit dem Elch kann ich nicht schnacken. So, jetzt haben wir ein Windwappen. Beziehungsweise ich habe das Ding noch nicht untersucht. Machen wir gleich, wenn wir im Safe-Raum sind. Geht sofort los. Weil ich will mir da gleich einmal aus dem Raum den, den Erste-Hilfe-Kasten holen. Das heißt, ich brauche da einmal kurz Platz für... Platz in meinem Inventar für. Sprich, ich pack das rote Ding weg. Kann ich ja nicht futtern. Weil rot schmeckt nicht. Rotes Ding... Rotes schmeckt nicht, Kinder. Das merkt euch mal besser. Okay. Jetzt muss ich mal gucken. Was ist denn das jetzt? Prüfen. Hm. Weiß dein Windsymbol auf. No, really? Really? Keine besonderen Merkmale. Well, that's fucking hell. Das ist, In der Zwischenzeit bin ich hier am Krepieren. Durch diese Wespe. Um genau zu sein, Hohl wird mich dafür hassen, aber ich mach das jetzt einfach mal. Ich pack jetzt mal das hier aus, heil mich damit voll. Hol damit das Gejatze von da oben. Oh, I feel much better. Ich habe immer noch zwei über. I'm okay. Ich habe noch aktuell noch ein gutes Arsenal, also... I'm okay. Aber ich hole mir jetzt die Farbbänder und den Verbandskasten von da oben. Dann muss ich da nämlich nicht mehr rein, dann sind diese Räume nämlich abgeschlossen. Dann hat sich das nämlich vorerst schon mal erledigt. Da ist immer noch die Frage, wo und was machen wir mit diesem Windsymbol-Ding? Ich habe ja so das Gefühl, dass dieser Raum hier mit dem, ich mache mein Bett heute mal nicht, Tag, ne? Da ich habe das Gefühl, hier ist mehr. First Aid Kit, bitte, ja. Auch wenn ich keine Ahnung habe, was an dem First Aid Kit jetzt nochmal so... Ich wollte auch nur das, die Farbbänder. Einfach, damit ich sicher... Ach, schau mal einer, guck. Die nehme ich doch auch gleich noch mit. Warte, was ist jetzt? Keine besonderen Merkmale. Ist just a First Aid Kit. Ah. Enthielt ein Erste-Hilfe-Spray. Ja, nee, wie praktisch. Das ja mal. Nee. Ich habe schon gedacht, das hätte jetzt irgendwelche besonderen Auswirkungen, aber es ist an sich nur ein Erste-Hilfe-Spray. An sich nur... und ich weiß, es ist, ist jetzt ein bisschen hin und her gejatzt, aber ich habe dieses grüne Kraut da total vergessen. Das hole ich mir auch gleich noch schnell. Weil ein grün-rotes, ich glaube, das wird mir mehr als nur das Leben retten. Dann mein nächstes Ziel. Ho meinte irgendwie, hier oben kommen wir jetzt rein. Da, also hier obere Etage. Das heißt, wir müssen uns irgendwie zur Haupthalle zurückschnörgeln. Das könnte nochmal witzig werden, weil ich glaube, da waren so ein paar Leute auf dem Weg dahin, die mich nicht unbedingt gemocht haben. Aber ich bin ja generell nicht der Beliebteste, nicht? So, 10-mal speichern können wir. Das Ding bunkern wir auch mal wieder ein. Dafür nehme ich das rote mit, dann kann ich das nämlich gleich kombinieren. Den nehmen wir auch mit und begeben uns dann direkt da auf dem Rückweg. Ich meine, kann ich von da aus nicht? Warte mal. Dann sind wir da oben. Ich komme von da aus wieder in die Haupthalle, ja. Ich glaube, das ist sogar der leichtere. Wobei, ich glaube, da oben pimmelt ein Crimson Head rum. Aber vielleicht kann ich mich an dem vorbeisneaken. Ja, ich würde am liebsten aktuell noch so viel Munition sparen, wie ich irgend möglich kann. Weil ich habe so ein ungutes Gefühl bei der Sache. Ich gehe zwar, ich lege mich mit Bienen, mit Killerbienen an. Killerbee! Aber, ne? So ein Dings, so ein Crimson Head ist dann doch,
Außer der eine, der nicht über die Kommode kommt. Aber das ist letzten Endes ja nicht mein Problem, dass der nicht über die Kommode kommt, nicht? Killer Bee Lord! Komm mal, das ist jetzt, das hast du auch mit Absicht gemacht. Vielen Dank aber fürs Followen. Oh, das hast du auch mit Absicht gemacht. Okay, das kann ich nicht schieben. Dann sind wir hier, glaube ich, erstmal durch. Moment, so schnell kann er eigentlich gar nicht seinen Account gemacht haben. Das ist pure Coinky-Ding. Dieser Mann, ein großer Kratzer, sieht aber nicht aus wie das Werk in verwesener Gestalt. Ja, das war der Elch. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass es der Elch war. So. Back to business. Now back to me. Wo geht's jetzt am schnellsten? Wait a second. Da am Ende ist auch noch ein Raum. Jetzt weiß ich nur nicht mehr, war das ein Helmraum oder war das ein Rüstungsraum? Das ist jetzt die Sache. Ah ja, genau, hier hat's gebrannt. Stimmt, da war ja was. Hier, warst du Helm? Die Tür ist verschlossen, ein Helmsymbol. Ja, ist ein Helmchenraum. Aber wir kommen ja in der Haupthalle vorbei. Ich nehme das mal mit. Just in case. You're goddamn right. Killer Bee Lord, ja, das ist wahr. That's something, alright. Warte mal, kann ich mit dieses... Ein Bild einer Frau, die durchbohrt, bedroht wird. Ja, das ist, he did not respect the women. Definitely. Sekunde. Donner, ja, ist gut. Ich hab begriffen. Genau, ich konnte, glaube ich, nur hier durch. Das andere war... One-Way-Ticket. Ja, hier waren, glaube ich, Freunde. Oh shit, hier geht's auch durch. Und das ist eine große Tür. Naja, aber immerhin. Oh fuck. I have a bad feeling about this. Was ist das? Der seinen Schlaf stört. Seinen Schalter drücken. Better not yet. Gib mir mal eine Sekunde. Es sei denn, wo liegt was im Gitter, das wir können nicht erreichen. Sieht aber ziemlich fancy aus. Ja, mein Instinkt sagt mir, wenn ich das Ding nehme, werden die anfangen, mich umzubringen. Alles, was ich gemacht habe, war jede Menge rumgeswappe gerade, ne? Wisst ihr, ich bin ja nie derjenige, der sich sagt, so, ach komm. Wehe dem, der seinen Schlaf stört. YOLO. Ach ja. Das ist auch mal was. Ja, Mensch. Gas, wunderbar. Well. I'm still alive, right? Okay, im orangenen Bereich, das ist... Ja, gut. Okay, Gas. Das ist, Weißt du, jeder andere hätte sich, Ach, scheiße, hier komme ich auch durch, really? Komm hier ja überall durch. Was? Richard! Alter, er sieht aus, als heult er gleich. Wounded. This whole place is a killing zone. There are monsters. Nennen wir es Zombie, okay? What did this to you? A big snake. And it had to be poisonous. Poisonous? Richard, hold on. Bring me serum. I saw some, but didn't bring any. Wo? I'll go and get it, okay? You're gonna make it. Thanks. Wo zur Hölle soll ich jetzt Serum herkriegen, Junge? Da.
Ach du Scheiße, das ist im Westflügel. Erdgeschoss, right? Ja, Erdgeschoss da. Wie komme ich denn da? Oh, da ist ein Crimson Head zwischen. Der ist genau da in diesem Zwischengang. Okay, then. Da ist ein fucking Crimson Head und das weiß ich. Ich überlege gerade, ob ich nicht einen schnelleren Weg finde. Gut, das hat jetzt mal Priorität. Da ist eine Schlange. Eine fucking Schlange. Indiana Jones würde jetzt schon flippen. Okay, Problem. Können wir da irgendwie anders hin gerade? Können von oben längs gehen. Would take a while. Aber es ist sicherer. Ich gehe von oben da längs. Weil ich weiß, unten pimmelt ein Crimson Head rum. In diesem kleinen Durchgang. Und mit dem will ich mich jetzt gerade nicht anlegen ohne meine Shotgun. Ich glaube, der zerfleischt mich ein bisschen. Ist der obere und dann die links die letzte Tür. I burned you, right? Dich hab ich... Hier war einer, den hab ich angezündet, right? Ja. Das eine war... Ich muss... Ach, warte mal, das geht doch schneller, wenn ich jetzt hier die zweite Tür nehme. Komme ich direkt in diesen Durchgang. Ich brauch's Serum. Ja, Mensch. Oh, fuck. Oh, fuck my life, right? Oh, ja. Oh. Crimson Boy. Ja, greif deinen Kumpel an. Das ist... Ach, scheiße, noch so ein Pimmler. Aber ich weiß, da unten ist eine Dings. Da unten ist eine Truhe. Warte. Ja, hier kommst du nicht rein und ich komm dir gleich entgegen und hab was in der Hand. Das sag ich dir jetzt schon, mein Freund. So, Serum. Wo? Er hat doch gesagt hier, oder? Er meinte hier. Hat er das hier in die Inventarbox geknatscht? Erste Hilfespray. Gehäuse. Ich pack das Ding mal weg. Das behalte ich mal. Ah, Serum. Typus Serum. Okay, warte mal. Wir packen mal die Pistolenmunition weg. Nehmen dafür das Gewehr, um uns mit dem Crimson Head da draußen... Den müssen wir mal loswerden. Wir können nicht hier ständig die ganze Zeit, ne? Solche Crimson-Pimmler durch die Gegend laufen lassen. Das ist ungesund. Allerdings wäre es jetzt auch gerade scheiße, wenn ich dann drauf gehe. Gib mir eine Sekunde. Wo sind meine Farbbänder? Hier. Ich bringe unserem Billy Bob ja Kamera, bitte. Danke. Ich speichere einmal und dann rette ich ihm das Leben. How about that? So. Speichern beendet. Nice. Ich hoffe, das Ganze ist jetzt nicht irgendwie auf so einem unterbewussten Zeitlimit und ich pimmel hier rum, weil die... Alter, die Kamera, ne? Driving me nuts. Weißt du, der Raum ist keine 3 Meter lang, aber die Kamera schwenkt alle 2 Zentimeter. Ich nehme mal die gemischten mit. Und die Shotgun rüsten wir aus. Weil dieser Crimson Head ist, ne? Wo kam der überhaupt her? Wann habe ich den bitte da? Fuck. Aua. Kritisch. That's critical. Ja, Combo mich doch noch weiter. How about you? Drücke sie ab. Drücke sie ab. Verdammte Scheiße nochmal. Haben wir es jetzt? Haben wir jetzt Ruhe hier? Willst du auch noch eine? Ich bin gerade nicht in der Stimmung. Nu ist Ruhe. Oh. Crimson fuck butts. Ich bin schon wieder kritisch. What the fuck?
Oh well. Didn't leave as expected. Crimson Fuckbutt. Okay, gib mir mal die Knarrenmunition wieder. Die möchte ich sogar fast schon behalten. Ruhe bringt mich um, wenn ich schon wieder ein grünes Kraut fresse. Der erschlägt mich ja. Aber ich bin kritisch, also ist es eigentlich gar keine so große Verwendung auf Papier. So. Und den einen Platz lassen wir frei. Bringen wir dem Kerl das Serum. Mein Gott. Alter, Crimson Heads. Fucking Dickbutts. So, an dem einen da oben laufen wir jetzt einfach vorbei. Das ist jetzt... Warte mal. Ja, ich könnte natürlich schneller, aber... Why should I? Da oben ist jetzt nur einer und der ist jetzt... Hi. Ach, du musst natürlich... Fass mich nicht an. Nicht anfassen beim ersten Date. Ja, das... Ja, der ist so ein normaler... Dich kann ich da stehen lassen. Dein anderer Freund, ne? Was ist... Der hat gerochen. Das sag ich dir jetzt schon mal. Der war ein Arschloch. So. Das war sogar hier auf der Ebene, ne? Ich drück immer den falschen Knopf. Ja, das war da oben, wenn ich da diesen Gang gehe. Diesen Gangi. Oi. Ne, noch bislang hatte ich kein Game Over. Da bin ich aber halbwegs froh drüber. Weil ich irgendwo gerade ein echt ungutes Gefühl hatte. Mein eigentlicher Plan war, mir einen Granatwerfer zu besorgen. Weil ich erfahren bekommen habe, wo Setwerfer ist. Ey, caramba. Kann ich das hier? Nö. So, mein Freund. I got you the Serum. I got you that Serum, Digimon. Oh shit. Oh shit, zwei Kreuz sogar. Ich glaube, he's already dead. Brauchen sie nicht. What? Ach so, okay. Jetzt sag mir nicht, he dead. Ist bereits tot. Ein tragisches Ende für einen guten Freund. Gerade genug für eine Dosis. Kann ich ihn verbrennen? Ich schwöre euch, wenn der wiederkommt, ne? Da soll eine Schlange drin sein, wa? Da gehe ich nicht unvorbereitet rein. Der Typ kam da rausgetorkelt und da hat sich gesagt so, ja, eine Schlange, ne? Plan. I got plan. Es passiert selten, aber dann mal beim nächsten Part. Bis zum nächsten Mal.